Jo. Ah, Teil 2. Und ich muss sagen, ja, es wird etwas weniger dieses Mal. Zum einfachen Grund, ich gehe auf solche Messen nicht unbedingt mit dem festen Vorsatz, Videos zu machen. Hier ist sehr voll. Außerdem sind dort immer mindestens 200-300 Leute mit besserer Kameraausrüstung und besserem Equipment. Die auch mehr Ahnung davon haben. Man hat bereits jetzt schon gesehen, dass wesentlich bessere Videos draußen sind in Bezug auf Musikuntermalung und so weiter und so weiter. Also da möchte ich mich auch gar nicht mit hineinwerfen. Außerdem habe ich nicht so viel Videomaterial außerhalb dessen, was ich so nebenbei gebraucht habe, habe ich nicht gemacht. So. Bitte sagen Sie, dass ich Pflegedruck habe, oder? Habe ich auch Pflegedruck? Ja. Was kann man über den Freitag sagen, außer dass es kalt war? What the fuck? Eis. Und man nur manchmal die Sonne sah, wenn überhaupt. Die Besucherzahlen waren mäßig, etwas ruhiger, hat mir sehr gut gefallen. Und hier der musikalische Gag nebenbei. Und bis auf ein einziges Video am Ende des Tages habe ich nichts geschafft. Jo, Freitag, Tag 1, es ist bereits 6 Uhr oder so. Also man könnte sagen, es liegt jetzt nicht. Ich habe nicht sehr viel Zeit gehabt, das Ganze irgendwie videotechnisch festzuhalten heute. Aber es war auf jeden Fall unterhaltsam, einiges am Bildermaterial geschossen, das ist immer sehr positiv. Interessante Leute getroffen, hatte eine interessante Diskussion am Anime-Stand. Beschreiben wir es mal so. Und wir werden uns, glaube ich, in den nächsten Stunden dann mal um Verpflegung und die Heimreise kümmern für den heutigen Tag. Und dann sehen wir weiter. Schnitt dann wahrscheinlich bis zur Küche. Dafür war das Einkaufen wieder sehr unterhaltsam. Und jetzt einkaufen, weil Hunger. Oh yeah. Globus ist interessant, weil das ist ungefähr alle Geschäfte, die wir in Österreich haben, unter einem Dach. Aber dazu kommt dann im nächsten Teil noch etwas, weil ich möchte dann die letzten beiden Tage noch zusammenfassen. Der volle Einkauf, ey. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Hauptspeise und Nachspeise. Alles, was den Darm stopft. Das ist sehr gut. Man lebt ja so gesund. In diesem Sinne, bis morgen zu Teil 3. Jo, so sollte ein Abend sein. Die Bilder von der Kamera laden gerade frisch zum Laptop. Man hat von Globus wieder mal, man sieht es auch hier ganz schön, Globus, eine fette Fleischkäsesemmel, wieder mal 1 Euro. Immer noch gleich massiv und es ist schreckliches TV im Fernsehen. Auf Fox. Naja, Fox. Mit dem Mund.